Hallo und willkommen bei Evelyn on the Road. Heute mit einem Filmchen von gestern, von der Tagestour mit den Ladybikern. Da sind wir 250 Kilometer durch die Schweiz gefahren nach Einsiedeln, dieser berühmte Wallfahrtsort. Hier seht ihr die Tour aufgezeichnet, also am Schluss und am Anfang eine Strecke etwa gleich und dann so eine schöne Runde gemacht bis nach Einsiedeln. Ja, und all diese Pässe sind wir gefahren, am Rückweg zweimal nochmal die gleichen Pässe. Das sind jetzt nicht besonders hohe Pässe, aber immerhin doch Pässe in der Schweiz. Es gibt da einige davon. Ich habe jetzt mal gegoogelt, da gehen die Zahlen ein bisschen auseinander. So viel ich weiß, müssten es so um die 100 befahrbare Pässe sein. Und von den Ladybikern kam da schon die Idee, wir könnten uns ja die Challenge draus machen und mal alle Schweizer Pässe fahren. Natürlich nicht an einem Tag, aber dann in Etappen, das wäre doch mal was. Ja, auf jeden Fall sind wir da. In der Früh haben wir uns um 8.30 Uhr getroffen am Zollamt im Meder. Und wir waren heute an diesem Tag 4 Ladybiker plus ein Göttergatte von einer durfte mitfahren. Also Ladybiker plus Anhang waren da unterwegs. Und ja, eigentlich habe ich so am Vortag gesagt, ja, ich würde schon gerne Tour fahren, vielleicht nicht den ganzen Tag, so einen halben Tag. Und man meint, ja, das geht schon, das sind höchstens 4 Stündchen oder so. Schlussendlich bin ich dann um 5:30 am Abend nach Hause gekommen. Aber es hat sich gelohnt, es war wunderschön. Wir waren da also schon gut 5 Stunden auf dem Bike von diesen über 9 Stunden, wo wir da unterwegs waren und haben schöne Pausen gemacht. Ihr werdet danach noch die Bildchen sehen. Natürlich sind wir nicht die Autobahn gefahren in der Schweiz, sondern wie diese wunderschönen Sträßchen hier übers ganze Land. Hier seht ihr gleich mal vorne super romantisch eine Pferdekutsche, die ich von der Weite entdeckt habe. Ich fand das total entzückend. Also man findet da immer wieder so hübsche, ja, fast schon kitschige Dinge in der Landschaft. Aber so ist es da nun mal und das macht ja auch den Charme aus. Was mir letztes Mal gar nicht so aufgefallen ist und dieses Mal doch sehr, sind die vielen, vielen Bitumenstreifen auf den Straßen. Das kommt richtig oft vor. Ja, muss man halt wissen, muss man damit umgehen. Ich mag es überhaupt nicht. Liegt aber vielleicht auch noch ein bisschen daran, dass ich einfach noch zu wenig geübt bin und jedes Mal, wenn es mich da so hin und her schwänzelt auf so einem Bitumenstreifen, dann, ich mag das nicht. Aber es wird wahrscheinlich besser werden und ich werde mich daran gewöhnen. Ist halt so. Ja, hier mal ein Foto von einer Pause. Hier haben wir uns mal einen Kaffee gegönnt oder eine Cola und sind dann weitergefahren. Ich habe jetzt auch einfach mal so zwischendrin nicht nur die Landschaft, auch mal so ein paar so Orte gefilmt. Wir sind hier aus dem Appenzell wieder draus. Das Appenzell ist ja super kitschig, auch die Orte wunderschön. Also teilweise haben die sogar Geranienkästen an den Ortstafeln befestigt. Also das zu pflegen und zu hegen, ist schon einiges an Arbeit. Wenn man so ein bisschen weiter reinfährt in die Schweiz, dann ist es dann schon ein bisschen anders wieder. Auch schön, aber nicht mehr ganz so ins Detail gehegt. Aber immer noch, also jenseits von allem, was man so, ja, was man sich so vorstellt, was man so machen kann. Also top gepflegt und top schön. Jetzt ist es ja schon 3 Wochen her, als wir die große Tour, die Ladybiker Tour, 11 Tage der französischen Alpen gemacht haben. Da habe ich mich schon ziemlich dran gewöhnt, in der Gruppe zu fahren. Ich fahre ja mit dem kleinsten Motorrad, was ich habe, mit meinen nur 500 Kubik an zweiter Stelle, immer hinter der Präsidentin her. Und das habe ich schon gemerkt, das ist natürlich schon viel, viel besser gegangen. Aber ich bin bei der Tour in Frankreich natürlich auch an meine Grenzen gekommen, beziehungsweise an die Grenzen des Motorrads. Jetzt hier bei solchen Tagestouren durch die Schweiz ist das überhaupt kein Problem. Also da merkt man das kaum. Ich meine, ich merke es halt, weil ich dauernd am Schalten bin. Aber ich bin ja auch noch nichts anderes gewöhnt, also für mich ist das eh normal. Ah, hier seht ihr meine Jeanskutte, die habe ich mir vor der Frankreich-Tour besorgt und inzwischen sind da schon so viele Patches drauf. Ich habe ja danach noch meine kleine
10-tägige Solotour gemacht und habe noch weitere Patches gesammelt. Das macht richtig Spaß. Übrigens, zu diesen beiden großen Touren wird es dann natürlich noch separat einen Film bzw. Filme geben. Aber das ist so viel Material, wo ich habe. Das wird recht aufwendig zu schneiden und das wird also noch ein bisschen dauern. Aber hier dieser schöne Tagesausflug, den laber ich jetzt euch einfach mal voll mit allem Möglichen. Genießt inzwischen die Eindrücke und die schöne Aussicht. Hier habe ich auch mal ein bisschen seitlich gefilmt. Meine Kamera kann ich ja schwenken und somit in alle möglichen Richtungen drehen. Ich habe keine dieser tollen 360 Insta-Kameras, sondern eine ganz einfache Kamera. Aber ich komme damit eigentlich wunderbar klar. Ich muss sagen, mir ist auch die Perspektive inzwischen sympathischer so, als wie dieses verzerrte Insta. Diese verzerrte Insta-Perspektive. Gut, ist ein bisschen Geschmackssache. Ich werde es jetzt mal weiterhin so halten. Oh, hier waren wir in Rapperswil, eine kurze Pause gemacht am Hafen, das Ganze angeschaut und dann ging es weiter über die Brücke. Das ist nämlich da der Zürcher See und das ist die schmalste Stelle vom See. Ihr habt es vorher vielleicht auf der Karte gesehen und da geht eine Brücke rüber. Und die ist ziemlich lang. Ich habe die jetzt einfach mal mitgefilmt, einmal das meiste davon. Und auf der anderen Seite der Brücke, da ist Pfäffikon. Ich finde so Brücken ja immer recht beeindruckend, da rüber zu fahren. Wenn links und rechts da Wasser ist, mir gefällt das wahnsinnig gut. Da schalte ich meistens meine Kamera ein, wenn irgendwo so eine Brücke ist mit Wasser. Und ja, man sieht leider das nicht ganz gut, weil meine Kamera ein bisschen niedriger ist als mein Kopf. Also in diesem Fall wäre eine Helmkamera vielleicht doch das Bessere gewesen, weil man sieht gerade diese paar Zentimeter noch drüber, aber ihr bekommt schon ein bisschen einen Eindruck, wie es da ausgesehen hat. Übrigens war das ein traumhafter Tag, um Motorrad zu fahren, weil es war zwar noch ziemlich warm, aber so leicht bewölkt. Und zwar nicht durchgehend bewölkt, sodass es wieder so eine Glocke bildet, sondern es war wirklich so, da kann man mal Wolken, wieder ein bisschen Sonne, wieder Wolken. Es war super angenehm zu fahren. Also so lieben wir Motorradfahrerinnen das. So möchten wir das gerne haben. Und von dem her war der Tag ideal genutzt. Hier seht ihr nochmal ein kurzes Bild mit dem Zürichsee im Hintergrund. Wir sind da kurz stehen geblieben für ein Foto. Ich meine, das macht es natürlich auch aus, warum wir den ganzen Tag unterwegs waren, weil wir natürlich auch stehen bleiben, um fotografieren und den Ausblick genießen. Motorradfahren ist ja für mich und für, sagen wir mal, die meisten von den anderen auch so, dass es nicht nur ums reine Fahren geht, um Kilometer abspulen, sondern einfach um das Ganze drumherum und Dinge zu sehen, die man sonst vielleicht gar nicht so sehen würde oder wahrnehmen würde oder im Auto einfach nicht mal diesen Ausflug machen würde. Aber mit dem Motorrad kommt man einfach dazu, Wege zu fahren, die man sonst nicht fahren würde. Hier wieder ein ganz, ganz bezaubernder Ausblick links auf den See. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt. Auf jeden Fall da hinter dem See, da kommt dann Einsiedeln und es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön da. Also schon die Anfahrt hin zum Einsiedeln ist schön, die ganze Umgebung. Ich glaube, das wird auch einladen, um ein bisschen zu spazieren, zu ja, wandern. So hoch sind die Berge da nicht, nennen wir es mal spazieren. Und ja, die Gegend erkunden. Es sind auch ganz, ganz viele Wirtschaften in der Schweiz, also zum Einkehren. Oh, jetzt sehe ich da gerade, hier kam plötzlich diese Wahnsinnsbrücke. Und da mussten wir natürlich stehen bleiben und auch Fotos machen. Das ist die Düfelsbrücke an der Etzel, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe dann da noch das Täfelchen fotografiert. Also wie gesagt, die Chefin sollte da stehen bleiben, Fotos machen. Machen wir natürlich. Und es ist wirklich eine tolle Brücke, eine beeindruckende. Die wurde erstmals, Düfelsbrück am Etzel, jetzt steht es da, die wurde erstmals 1107 gebaut und ein paar Jahrhunderte später wurde dann die Steinbrücke draus gemacht und da steht noch ganz vieles, also es ist eine recht alte Brücke da und ja, hat so ein bisschen einen mystischen Touch. Ja, hier auch eine nette Perspektive, wenn ich so nach rechts schwenke, man sieht die Fransen an meinem Griff und natürlich wieder stehen bleiben, weil
Nämlich der Big Boss. Das bin nicht ich. Nein, 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 nein. Sondern das ist vorne. Unsere Präsi gesagt hat, absteigen, Fotos machen. Und diesmal bin sogar ich abgestiegen und habe mal von ihr ein Foto gemacht. Ja, ist immer eine schöne Sache. Und hier ist schon die Einfahrt nach Einsiedeln. Ja, man ist ziemlich gleich mal drinnen im Zentrum und da ist ein großer Platz und links dann diese wundervolle Kirche, diese schöne Kathedrale mit dem Platz davor. Es ist ein ziemliches Parkplatzproblem, falls ihr da mit dem Auto hinkommt. Für uns Motorradfahrer ist es ein bisschen einfacher. Es sind doch da Motorradplätze, aber wir haben es auch ein bisschen abseits abgestellt. Also es schien da keine Probleme zu machen, wo wir geparkt haben. Ja, hier sieht man es nochmal bei unserem Versuch, den Motorradparkplatz da zu finden. Von der Ferne diese wunderschöne Kirche mit dem schönen Platz davor. Ja, und da bin ich an diesem schönen Platz mit der Kirche. Ein Eingang, da kann man auch reingehen natürlich. Und drinnen ist es eine wunderschöne, fast überwältigende Barockkirche mit einer schwarzen Madonna. Draußen am Platz ist dieser Brunnen mit 14 Wasserauslässen und wenn man von jedem davon trinkt, dann soll das heilsam sein, haben wir natürlich gemacht. Ja, und hier noch ein Bildchen von mir in dem Rahmen und dann ging es schon weiter auf dem Rückweg. Also hier sind wir noch an diesem Kreisfahren, den ihr da am Anfang gesehen habt, die Runde. Auf dem Rückweg haben wir dann entschieden, wir machen noch einen Stopp in Appenzell, das liegt ja schön auf dem Weg, um da nochmal, ich ein Eis essen und die anderen einen Kaffee trinken. Und auf der Rückweg war schön. Hier fahren wir jetzt über diese Brücke von diesem See, den wir vorhin von der anderen Seite gesehen haben, als wir da den Stopp machten zum Fotografieren. Also wieder Brückenvideos. Ich liebe diese Videos. Ja. Gut, schaut ein bisschen raus. Ja, ich muss mir da was überlegen. Vielleicht sollte ich doch die Kamera mal auf den Kopf tun. Ach so, aber das geht nicht, weil ich habe so einen Systemhelm. Nein, nein, nein. Sie bleibt da, wo sie ist. Gut. Ja, also hier nochmal am Rückweg. Noch was zu den Preisen in der Schweiz, die ja immer relativ abschreckend sind. Oder waren, muss man fast sagen. Ich meine, die sind immer noch hoch, aber inzwischen haben wir in Österreich hier so nachgezogen mit den Preisen, dass da nicht mehr wirklich viel Unterschied ist. Also, ja, liebe Schweiz, macht euch gefasst. Wir kommen jetzt wieder vermehrt zu euch, weil, wie gesagt, großer Unterschied ist nicht mehr. Vielleicht noch in Appenzell-Stadt, das war dann schon nochmal ein Stückchen teurer. Aber das ist nun halt mal dort so. Und das weiß man, das nimmt man in Kauf und dafür wird man von dieser schönen Gegend entschädigt. Jo, hier fahren wir noch ein Serpentinchen runter. Ich habe jetzt gar nicht mehr ganz im Blick, wo das ist, aber das muss auch einer dieser Pässe gewesen sein, die ich vorher aufgeschrieben habe, der Reihe nach. Ich meine, wenn ihr die Strecke nachvollziehen wollt, dann scrollt einfach nochmal an Anfang des Videos und macht einen Screenshot von der Route und auch von den Pässen, die da zusammengeschrieben sind. Das kann man sich bestimmt gut nachbauen. Ich habe es jetzt Gott sei Dank so, ich bin ja ein geografischer Banause. Das ist jetzt nicht gerade von Vorteil, wenn man Motorrad fährt, aber Gott sei Dank gibt es ja heutzutage Navis. Und ich zeichne diese Fahrten jetzt auch immer auf, die ich da tollerweise mit den Ladybikern machen kann. Und die Yolanda, die hier vorfährt, die kennt ja diese ganzen Wege auswendig. Und ich trecke das jetzt mit und kann diese auch gegebenenfalls mal nachfahren oder umbauen. Und das ist natürlich für so einen Geografie-Banausen wie mich ein Träumchen. Also, und man kann das auch, wie gesagt, wenn ihr da die Pässe liest, baut euch das nach und fahrt die Runde als kleinen Vorschlag. Ja, hier mein Eis in Appenzell. Davon musste ich natürlich auch ein Bildchen reinstellen. Ja, und dann ging es wieder zurück. Wir sind wieder über den Stoß, den letzten Pass da runtergefahren.
Vom Stoß habe ich separat schon mal ein Video gemacht. Das ist ja ganz in der Nähe von uns hier. Und ja, es war früher bekannt als eine ziemliche Raserstrecke. Das will sich jetzt natürlich in der Schweiz keiner mehr leisten. Außerdem stehen da Radars und es ist viel zu gefährlich und es ist sehr, sehr teuer in der Schweiz zu schnell zu fahren. Ich kann das nicht oft genug wiederholen. Also bis jetzt habe ich mit dem Motorrad noch nie irgendwie was bekommen. Ich klopfe mal auf Holz, dass das auch so bleibt. Mit dem Auto allerdings schon. Da ist schon mal was reingekommen. Ja, also ich hoffe, euch macht das irgendwie ein bisschen Spaß, so die Fahrten hier so zu begleiten. Ich könnte jetzt natürlich auch einfach nur Musik drüber spielen lassen. Haben mir aber sagen lassen, dass es eigentlich recht angenehm ist, wenn ich da so dazu quatsche. Oh, hier ganz am Schluss noch die Strecke mit dem Züglein rechts. Das hat mir gefallen. Wir sind schneller als die Eisenbahn. Die fährt natürlich super langsam, darum kann sogar ich die locker überholen. Aber ja, ist ein schönes Gefühl gewesen. Ja, nochmal, also ich plappere euch jetzt hier einfach voll mit dem Video. Ansonsten, wenn euch das nervt, schaltet den Ton einfach weg und schaut euch das Video an. Oder ihr lässt das Video laufen, macht irgendwas nebenher und hört mich quatschen, wenn ihr das wollt, so ganz wie ihr das möchtet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr eure Kommentare darunter schreibt, eure Eindrücke, Hinweise, was euch gefällt, was man vielleicht besser machen könnte. Und natürlich ganz besonders freue ich mich, wenn ihr ein Like da lässt und vielleicht den Kanal abonniert. Das fände ich ganz toll, weil ich mache das nämlich richtig gerne. Neben dem Motorradfahren ist das, würde ich mal sagen, fast schon ein weiteres Hobby von mir geworden. Und ja, das werde ich weiterhin betreiben und lerne auch viel dazu. Und ja, ich hoffe, ich kann den einen oder anderen motivieren. Bis bald, ihr Lieben!